Am besten an YouTuber sein gefällt mir, dass man mit der Community Kontakt hat. Dass man mit Leuten reden kann, man kann von anderen Leuten hören, wie die das Spiel finden. Man hat nicht eine eigene Meinung, hat nicht so einen Tunnelblick. Man kann wirklich Leute fragen, ey, was haltet ihr davon, wie findet ihr das? Und das ist ja auch, spiegelt sich auch in der Gemeinschaft wieder. Wenn man dann die Gemeinschaft fragt, wollt ihr das so machen, dann kann man so absprechen. Und das ist halt das Team, das ist so ein Team sein quasi in YouTube. Das finde ich das Gute daran.